bin Patrick Breyer. Ich bin Freiheitskämpfer aus Leidenschaft, Bürgerrechtler seit langen Jahren und war Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein für die Piraten. Fraktionsvorsitzender auch zeitweise und wählte jetzt 2019 als Spitzenkandidat der Piratenpartei Deutschland zur Europawahl. Ich interessiere mich natürlich vor allem für die netzpolitischen Workshops, wo es um Freiheitsrechte geht, wo es um Privatsphäre geht, um freies Internet. Und ich habe selbst auch zwei Workshops mitgestalten dürfen, und zwar zum Thema E-Privacy, das heißt Schutz unserer Privatsphäre im Internet, Schutz vor Vorratsdatenspeicherung, aber auch ein Workshop zum Thema Save Your Internet, Uploadfilter verhindern. Ja, der Kongress ist einfach das Mekka der Hacker und ich bin selbst viele Jahre in der Bürgerrechtsbewegung aktiv, treffe hier viele Leute wieder, mit denen ich mich vernetzen kann, auf den aktuellen Stand bringen kann. Jetzt bei der Europawahl trete ich als Spitzenkandidat an und will in die großen Fußstapfen von Julia Reda, von Jan-Philipp Albrecht treten, die das Parlament leider verlassen werden. Und als Europas Stimme des Datenschutzes und des freien Internets möchte ich natürlich aufnehmen, was sind die Anliegen, was sind die neuen Ideen hier in der Bewegung und auch natürlich die Leute animieren und anzetteln, sich einzumischen. Deswegen zwei Workshops zusammen mit European Digital Rights gehostet und das hat gut geklappt. Im Grunde genommen habe ich mich schon im Studium mit der Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Das heißt, das erste Gesetz, wo der Staat anfängt, unsere tägliche Kommunikation und Bewegung einfach ohne Anlass und massenhaft für die komplette Bevölkerung sammeln zu lassen. Und da ist für mich wirklich eine rote Linie überschritten. Und seitdem kämpfe ich eigentlich gegen eine Entwicklung in Richtung eines Überwachungsstaates, gegen Massenüberwachung an. Ich habe mich dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung angeschlossen und wir haben da die Freiheitsstadt-Angst-Demos organisiert. Wir haben Briefe an Abgeordnete geschrieben, uns mit der Community vernetzt. Wir haben einen riesen Aufstand gemacht, das Gesetz wurde trotzdem beschlossen und wir konnten aber dann mit der damals größten Sammelverfassungsbeschwerde aller Zeiten von über 30.000 Beschwerdeführern das Gesetz schließlich auch kippen. Und inzwischen hat auch der Europäische Gerichtshof entschieden, Vorratsdatenspeicherung ist illegal. Aber das hat mich letzten Endes auch so elektrisiert und politisiert, dass ich seitdem auch als Jurist natürlich viele Überwachungsgesetze ins Visier genommen habe. Neben der Vorratsdatenspeicherung haben wir auch das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft gekippt. Das musste neu gemacht werden. Klagen sind immer noch anhängig. Ich habe aber auch erreicht, dass der Europäische Gerichtshof anerkannt hat, wenn wir im Internet surfen, sind wir geschützt. IP-Adressen sind personenbezogene Daten. Und ich habe aber auch schon mal geklagt, wenn es um Transparenz, um Informationsfreiheit geht. Da hat der Europäische Gerichtshof mir recht gegeben, die EU-Kommission muss auch Schriftsätze rausrücken, die sie an Gerichte schickt. Und das ist ganz wichtig, weil es vor den Gerichten um den Schutz unserer aller Rechte geht. Und deswegen müssen Gerichtsverfahren transparent sein. Das ist eine Überzeugung von mir. Weitere Beschwerden betreffen: Warum darf ich eigentlich keine anonyme SIM-Karte mehr kaufen? Warum muss ich mich identifizieren, um kommunizieren zu können? Oder das Thema Kfz-Massenabgleich. Da werden auf deutschen Straßen massenhaft und lückenlos Kennzeichen erfasst, um sie mit dem Fahndungsbestand abzugleichen. Was für eine Gesellschaft ist das eigentlich, in der jeder überall immer identifiziert und bekannt ist, wo er sich aufhält, was er macht. Es ist nicht die Gesellschaft, die ich mir wünsche, nicht die freie Gesellschaft von unbefangenen, engagierten Menschen, sondern ich fürchte, das führt in eine Gesellschaft von angepassten, konsumorientierten Menschen, die nicht mehr aufstehen, um bloß nicht aufzufallen, sich auch nicht mehr engagieren. Und in so einer Welt möchte ich nicht leben. Ich habe eher den Eindruck, dass in den letzten Jahren der Stellenwert und die Power der Netzpolitik abgenommen hat, dass das nicht mehr so viel zählt. Jede Partei sagt, ja, wir haben da jemanden, der sich drum kümmert, aber dass wirklich die Öffentlichkeit massiv dahinter steht, dass das ein wichtiges Thema ist, vielleicht sogar ein wahlentscheidendes Thema, das ist heute leider nicht mehr so.
Erstens, für Parteien zählt harte Währung, das heißt, können wir den Wählerstimmen abspenstig machen oder auch anbieten. Und das bedeutet, die Netzgemeinde muss halt konkrete Forderungen formulieren und die Politik auch daran messen. Gelungenes Beispiel Digitalomat. Ja, da ist ganz klar netzpolitische, bürgerrechtliche Positionen abgefragt und man kann genau sehen, welche Partei erfüllt die Anforderungen, welche nicht. Wenn ihr die nicht erfüllt, dann werden die Nutzer dieses Tools euch nicht wählen. Das funktioniert. Zweiter Punkt. Wer hat im Moment die Politik in der Hand? Die Lobbyisten, und zwar die Wirtschaftskonzerne, diejenigen, die viel Geld haben. Wenn wir dagegen anstinken wollen als Zivilgesellschaft, müssen wir wirklich Strukturen aufbauen, die gegenhalten, die vor Ort selber Lobbyismus betreiben. Beispiel Brüssel. Da braucht man Leute, da braucht man Büros, die sich da einbringen, die vor Ort sind, die mit den Entscheidungsträgern sprechen und die Gegenöffentlichkeit einigermaßen organisieren. Ich habe mit Erik zusammen einen Workshop zur geplanten E-Privacy-Verordnung gemacht. Das heißt, die behandelt den Schutz unserer Privatsphäre beim Kommunizieren, sei es Internet, sei es Telefon, sei es E-Mail, sei es Messaging. Wie stark sind wir da vor Abhören und vor Tracking geschützt? Und es gibt zwei große Gefahren bei dieser Verordnung. Erstens, durch die Hintertür versuchen Sicherheitsbehörden eine Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Das heißt, ohne jeden Anlass soll gesammelt werden, mit wem wir in Verbindung stehen und wo wir uns aufhalten. Und das ist eine große Gefahr, weil das zu falschen Verdächtigungen einlädt, die Daten verloren gehen können und die unbefangene anonyme Kommunikation eingeschränkt wird. Zweite Gefahr bei dieser Verordnung, die Werbewirtschaft und die Verlage haben ein riesiges Interesse daran, uns tracken zu können im Internet. Das heißt, uns verfolgen zu können bei den Internetseiten, die wir ansurfen, um uns maßgeschneiderte Werbung ausliefern zu können, aber auch um unsere Kaufentscheidungen manipulieren zu können, um uns gegebenenfalls auch diskriminieren zu können im Netz. Und deswegen will die Zivilgesellschaft, nur mit unserer Einwilligung dürfen wir verfolgt werden im Internet, während die Wirtschaft genau das verhindern will. Deswegen liegt die Verordnung auf Eis, ist blockiert im Moment und wir haben wirklich eine Kampagne überlegt, wie kann man die Regierung Druck auf die Regierung ausüben, um diese wichtige Verordnung voranzubringen. Zweiter Workshop, Uploadfilter, Save Your Internet. Inzwischen weiß, glaube ich, jeder, das geplant ist, einerseits zum Schutz von Urheberrechten, zum anderen aber jetzt auch, um terroristische Inhalte aus dem Internet fernzuhalten. Womöglich kommt dann das dritte und vierte Projekt hinterher, Uploadfilter einzuführen. Also wenn immer man Text, Bild, Ton ins Netz stellen will, soll automatisiert gefiltert werden, sind das geschützte Inhalte, sind das terroristische Inhalte, was auch immer, unerwünschte Inhalte. Und diese Filter sind massiv fehlerhaft. Das ist ein krasser Eingriff in unsere Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn automatisiert, wenn Algorithmen entscheiden, was ich veröffentlichen darf. Und zwar Algorithmen von privaten Unternehmen, wohlgemerkt. Und da haben wir auch geplant, wie kann man vor der finalen Abstimmung, die jetzt Ende Januar, Anfang Februar vielleicht ansteht, wie kann man da dem Parlament deutlich machen, wir wollen das nicht, das verändert unser Internet, das macht unser Internet kaputt. Was können wir aus den Kampagnen des letzten Jahres lernen, die ja suboptimal gelaufen sind, wo uns die Lobbyisten wirklich besiegt haben, es geschafft haben, den Widerstand zu diskreditieren? Wie können wir das diesmal besser machen und wie können wir die Leute auch aktiv auf die Straße bekommen? Und das hat mir Mut gemacht, weil da sind gute Argumente geliefert worden. Es gibt, plötzlich sind die Hollywood-Studios gegen Upload-Filter. YouTube macht eine Kampagne, sodass jeder wirklich aufmerksam geworden ist auf das Thema. Und schließlich die Europawahl steht an. Wenn Politiker wieder gewählt werden wollen, müssen sie auch auf uns Bürger hören. Also wir haben gute Chancen, Upload-Filter zu verhindern und die Chance wollen wir nutzen.